einen wunderschönen guten Morgen. Ich begrüße alle ganz herzlich zum Guten Morgen Börse, heute gemeinsam mit XTB. Es ist Dienstag, der 5. September 2023 und nachdem wir gestern in den USA Labor Day hatten, wollen wir heute dann den offiziellen Start mal in die Handelswoche uns anschauen, in Bezug natürlich auf die Wall Street. DAX war gestern schon bereits handelbar, hat eine leichte Schwäche gehabt, aber war das wirklich Schwäche? Ehrlich gesagt, wir haben einfach einen kurzen Spike auf der Oberseite Richtung 16 gesehen, rollten dann über, haben nahezu unverändert im Vergleich zum Vortagesschluss geschlossen, sehen aber heute Abgabedruck und die Frage, die sich jetzt stellt, ist, was machen wir draus? Die 8,50 ist es ungefähr im Future, die ist gedroppt und wir haben jetzt infolgedessen in den ersten Minuten, also es ist kurz nach 9 Uhr, Xetra-Eröffnung, just in diesem Moment Bearishness zu sehen bekommen, bearischen Opening Drive. Aber die Frage, die sich jetzt eben stellt, ist, ist das der Beginn von etwas Größerem? Ich denke, wir sind noch nicht wirklich klar, was das gerade ist und was ich damit meine und ganz besonders auch, wie wir das jetzt handeln sollten, sofern wir es gehandelt haben, dazu in wenigen Minuten entsprechend mehr. Bevor wir ganz offiziell starten, und zunächst der Blick auf den Risikohinweis. Devisen und CFD sind komplexe Handelsinstrumente, die werden auf Margin getradet und gehen mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren, sind ausgehend hiervon nicht für jeden Anleger geeignet. Bevor man mit dem Handel beginnt, erstelle man bitte sein persönliches Risikoprofil und oder lasse ein solches erstellen. Von einem unabhängigen Finanzberater lasse sich dann auf xdb.com/de kostenlos eine Demo herunter, teste den Handel risikofrei und schaue, ob der Handel mit diesem Produkt sich für einen eignet. Sofern man das für sich mit Ja beantworten kann, hat man auch die Möglichkeit, ein Live-Konto zu öffnen. Diesbezüglich alle Informationen, verschiedene Risikohinweise auf xdb.com/de. Auch gerne die Möglichkeit nutzen, den deutschsprachigen Kundensupport, Kontaktdetails folgen gleich, zu kontaktieren für Rückfragen, sei es zur Kontoeröffnung, sei es zur X-Station, sei es zur Produktpalette, sei es zu was auch immer, Broker oder Trading-related, die Herren und Damen, die stehen euch dort gerne mit Rat und Tat entsprechend zur Verfügung in Bezug auf eure Antworten. In Bezug auf meine aktuellen Ausführungen hier, bitte nichts als Anlageempfehlung missverstehen, ein rein edukatives, rein informatives Event. Ihr könnt gerne unterhalb des Videos auch in der Kommentarfunktion eure Fragen stellen, sofern diese aufkommen sollen im Laufe der folgenden Minuten. Aber bitte, wie gesagt, nichts als Anlageempfehlung missverstehen. Hier haben wir die Kontaktdetails, die ich gerade schon versprochen habe, von XTB, Telefon, E-Mail-Adresse, kurz zu XTB als Broker, bester CFD-Broker des Jahres 2023, ausgezeichnet von Brokerwahl. Die Gründe, die dazu geführt haben, findet man einmal hier in der Mitte aufgelistet und hier einmal einer der Gründe, die vielleicht auch dazu beigetragen haben, die X-Station, auf die wir just jetzt in diesem Moment einen Blick werfen wollen und wo wir jetzt im DAX unterwegs sind. Und man kann hier das Bild auf Stundenbasis erkennen. Die Sache ist jene, ich denke, wir sind weiter choppy seitwärts, aber nichtsdestotrotz, es gilt so ein bisschen, dennoch, also es gibt Möglichkeiten, den aktuellen DAX-Verlauf zu traden, aber nichtsdestotrotz sollte man das den aktuellen Gegebenheiten entsprechend anpassen. Was meine ich damit? Damit meine ich diese blaufarbene Linie hier, die ich da eingezeichnet habe, das ist so eine Art Schlüssellevel, so eine kleine Inflection. Das hatte ich gerade im Live-Event für die XTB-Kunden, hatte ich das zum Thema gemacht im Guten Morgen Börse. Ich hatte gesagt, 8,50, wenn wir drunter halten zur Eröffnung, ist der Vorteil erstmal short. Erstes Ziel 15.700, darunter Region 15.600 erstmal. Das ist ungefähr dieser Bereich hier unten, vielleicht auch ein Stück weit tiefer, vielleicht können wir sagen 15.500, 15.550, 15.600, also ungefähr diesen zwei grünfarben durchgezogenen Linien, die man hier erkennen kann. Jetzt sehen wir, zur Eröffnung kommt wirklich Abgabedruck rein, also wir halten unterhalb, das ist der Kursverlauf von gestern, beziehungsweise hier von Freitag ist es noch, die Non-Farm Payrolls. Wir liefen der Region ungefähr um 8,50 an, konnten die dann allerdings halten, haben uns unspektakulär aus der Woche verabschiedet. Gestern positive Vorgaben aus Asien, leicht positive Vorgaben zur europäischen Markteröffnung. Dann passierte nicht mehr viel, DAX rollte über und driftete zurück in Richtung der Tiefs, roundabout eben von letzter Woche am Freitag. Also wir haben nichts gewonnen, nichts verloren. Jetzt Abgabedruck, Fall unter diese Tiefs und dann ist eben die Frage, halten wir drunter oder halten wir nicht drunter? Wir halten drunter und dann kommt gleich zur Eröffnung Abgabedruck auf und der treibt uns tatsächlich bis in Gefilde um 15.700 Punkte. Das ist summa summarum ein bärisches Umfeld. Aber jetzt ist eben die Frage, ist das der Beginn von etwas Größerem? Haben wir eine realistische Chance, dass wir bis in diese Gefilde, diese Unterstützungsregion laufen? Und vor allem, wie verfahren wir dann? Halten wir die Position in Erwartung eines Breaks tiefer? Ich wäre aktuell eher aggressiv mit meinem Stop. Also das hieß ja etwas anders formuliert, hängt so ein bisschen das davon ab. Wenn ich das als Momentum Skype zum Beispiel traden würde, gleich zur Eröffnung, dann hätte ich mit Wahrscheinlichkeit die vorbörslichen Tiefs, also vorbörslich definiere ich die Tiefs aus der Handelsspanne zwischen 8 bis 9 Uhr, vielleicht geshortet hier an der Stelle, verlaufen ungefähr um 15.77. Stop eng knapp oberhalb des Ausgangsniveaus, Kasseeröffnung.
Du shortest das Ganze und sobald sich das Momentum abschwächt, und das ist genau das, was hier in diesem Moment passiert, das ist ein 5-Minuten-Chart eigentlich schon die Zeitebene viel zu hoch, ehrlich gesagt. Auf der Minute, wenn du siehst, das Momentum schwächt sich ab, dann bist du in diesen Gefilden, um die wir jetzt aktuell handeln, auf solchen Momentum-Scalp draußen. Solltest du sagen, ich gehe davon aus, dass wir eine Attacke auf die 15.500 zu sehen bekommen, dass der Vorteil erstmal Short ist oder 15.600er Region. Dann wiederum bräuchtest du einen etwas weiteren Stop und müsstest dem Markt im übertragenen Sinne ein bisschen mehr Leine geben. Das würden wir an der Stelle dahingehend tun, oder ich würde es an der Stelle tun, dass ich sagte, okay, wir arbeiten hier mit dem EMA 50 auf 5-Minuten-Basis. Der funktioniert sehr, sehr gut als Vorteilsidentifikator. Und an einem trendigen Markt, sofern sich denn ein trendiges Umfeld herauskristallisiert, ich gucke mal ganz kurz, ob wir hier so ein klassisches Beispiel finden. Just in diesem, ja, hier vielleicht. Also, wenn wir dann Abgabedruck sehen, ich meine, die Gesamtkonstellation ist eine etwas andere, aber nichtsdestotrotz, wir sehen, wir sollten in einem bärischen Umfeld mit weiteren Abschlägen unterhalb halten. Sobald wir nicht mehr unterhalb halten, den zurückerobern, geht der Modus Short in Richtung Long über oder mindestens neutral. Ist so eine Phase der Indecision, also der ja, Unentschlossenheit. Ja, so kann man es vielleicht ganz gut zusammenfassen. Das hieße, ich würde dem Markt dann diesen Raum geben, aber sobald wir den EMA zurückeroberten oder zurückkreuzten oder kein weiteres Momentum aufkäme, würde ich diese Position eben tatsächlich geben. Denn, und jetzt kommt es nämlich, denn ich sehe hier zumindest mal oberhalb von 15.500, 15.600, also dieser Region um die August-Tiefs, ich sehe oberhalb dem Modus noch nicht wirklich final Short. Ganz besonders mal einen Blick geworfen auf die Tagesebene. Man kann erkennen, das ist eine wichtige Support-Region, die da reinkommt. Und ja, es besteht eine ernsthafte Gefahr, dass diese bricht. Aber wir erinnern uns kurz an diese Statistik, die ich gestern hier zum Thema gemacht hatte, rund zum S&P. Die hat zwar nichts mit dem DAX zu tun, aber die dürfte auf den DAX auswirken, dass wir im Gesamtkontext, und das, ich hole die nochmal ganz kurz hier drauf, einmal von Ryan Detrick ist es an dieser Stelle gewesen. In dem Fall ist sie jetzt leicht angepasst. Wir haben hier einen Return größer 15%, gestern stand er größer 10%. Das macht aber keinen großen Unterschied. Hier fehlt nur ein Jahr, das er rausgenommen hat, um die Situation noch ein bisschen realistischer zu darzustellen, um die Situation im Jahr 2023, das ist die letzte Zeile hier unten, besser abzubilden. Was wir da erkennen können in dieser ist, oder beziehungsweise erstmal einleiten, was veranlasst uns dazu? Wir haben eine Tendenz zu sagen, und das lässt sich auch statistisch ja validieren, dass der Börsenmonat September der gemeinhin bekanntlich schwächste Börsenmonat ist im S&P 500, aber das gleiche gilt auch rein saisonal statistisch für den DAX. Das bedeutet also, da ist eine definitive Underperformance zu erkennen. Aber jetzt ist es nicht einfach nur damit getan zu sagen, pauschal, zack, der ist der schlechteste oder schwächste Börsenmonat und das war's dann. Deswegen sollten wir die Short-Seite favorisieren, sondern es gilt natürlich auch, um den Gesamtkontext zu betrachten. Es gibt auch September, da performen wir mal relativ solide. Und was der Ryan Detrick jetzt an der Stelle einfach gemacht hat, ist, der sagt, okay, also falle jetzt nicht auf den DAX, sondern S&P, der guckt sich einfach mal an, was für spezifische Kriterien haben wir denn dieses Jahr? Im Falle des Jahres 2023 zum Beispiel haben wir in den ersten 7 Monaten des Jahres einen Return von größer 15% Year-to-Date zu sehen bekommen. Also Jahresperformance größer 15% bis Ende Juli. So, das ist in diesem Fall der Fall, in diesem Jahr der Fall gewesen. Was ist dann im August passiert? Wir hatten rote Vorgaben. Das ist ein weiteres Kriterium, welches entsprechend das jeweilige Jahr ähnlich werden lässt zu dem Jahr, was wir jetzt sehen. Das tut er hier an dieser Stelle auch. Und dann guckt er sich an, na, was ist denn dann im September passiert? Also wenn die ersten, in dem Fall 7 Monate, also Januar bis Juli, größer 15% waren, Year-to-Date-Performance, roter August, also negative Vorzeichen, was ist dann passiert im September? Und er sieht, das sind jetzt hier 10 Fälle, dass in bis dato aufgetretenen 9 Fällen, in 8 von 9 Fällen, die durchschnittliche Performance 3,3% plus war. Also das heißt, der September hat in 8 von 9 Fällen positiv geschlossen. Wir hatten für September bis Dezember im Schnitt roundabout über den Daumen gepeilt 11% beziehungsweise Median von 9,6%. Also über den Daumen machen wir rund 10%, die wir jederzeit fester waren. Also das bedeutet, das war vollkommen egal, in welchem Jahr oder auch im negativen Jahr, wir haben anschließend eine positive Performance gesehen. Lässt uns zu dem Schluss kommen. Okay, also wir haben eigentlich ein Umfeld, welches rein saisonal zwar ungünstig ist, aber also in einer detaillierteren Konstellation betrachtet, ist das ein Umfeld, in welchem wir eigentlich eher positiv performen sollten. In Bezug auf den DAX bedeutet das etwas anders formuliert. Jetzt gucke ich auf die Price Action und sage, wirklich Short für den DAX möchte ich rein technisch vor diesem Hintergrund erst sein, sobald wir unterhalb von 15.500, 15.600 handeln. Solange wir drüber handeln,
Also das heißt, oberhalb dieser zwei durchgezogenen grünfarbenen Linien, denke ich, ist man besser bedient im derzeitigen Umfeld mit sogenannten Momentum Shorts. Also das bedeutet, ich würde aggressiv meinen Stop trailen, wenn der Markt ins Rutschen käme. Aber ich würde dann auf die Bewegung gehen und würde ihm erst mit Bruch auf neue Tiefs und unter den August-Tiefs den Raum geben, sich dann auch mal vielleicht über mehrere Tage als Swing beispielsweise Short zu entwickeln. Und wir sehen es jetzt schon bereits. Also nach einem initialen Flush kommen jetzt Käufer rein. Nochmal, wer das ein bisschen großzügiger handelt, dem Markt ein bisschen Raum gibt, wie gesagt, der hat jetzt noch keinen Grund, denn das ist normal, dass man da mal eine technische Reaktion sieht. Aber sobald wir oberhalb des EMA 50 auf 5 Minuten Basis handeln, möchte ich den DAX an der Stelle erstmal intraday jedenfalls nicht mehr short sein. Das heißt nicht, dass die US-Märkte heute dann auch einen Abgabedruck sehen, aber es ist zumindest mal etwas, was wir in unserer Herangehensweise in Bezug auf wie trade ich den DAX jetzt aktuell eben in Betracht ziehen sollten. Long will ich auch sein, will ich den DAX auch noch nicht sein. Long bin ich tatsächlich erst wirklich überzeugt, sofern wir es schaffen, über 16.050, 16.100 eventuell zu brechen. Dann allerdings wird es interessant, weil wenn man sich das jetzt mal hier anschaut, dann sehen wir hier vielleicht so eine inverse Schulter-Kopf-Schulter. Das bedeutet also, hier haben wir eine Schulter, hier haben wir einen Kopf, da kommt nochmal eine Schulter rein. Jetzt würden wir hier ein höheres Tief ausbilden, sofern sich das herauskristallisiert. Aber wie gesagt, die Bestätigung erst mit dem Break über 16.050. Erstmal, wie gehen wir jetzt mit der Short-Seite um? Ich würde aggressiv handeln, solange wir oberhalb von 15.500, 15.600 handeln und long, vielleicht auch aggressiver Long, sind wir dann in dem Moment, wenn wir über 16.000, 16.050, 16.100 auf der Oberseite brechen würden. So die Einschätzung zum DAX. Wir hören uns morgen wieder zum Guten Morgen Börse hier gemeinsam mit XTB. Happy Trading. Passt auf die Stops auf. Habt euch wohl. Bis dann.